Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Inke Jochims mit einem neuen Video zum Thema Essstörungen. Dass es einen Zusammenhang zwischen Geheimnissen in Familien und Essstörungen und gehaltenen oder aufgelösten Generationsgrenzen gibt, diese Beobachtung wurde schon sehr früh gemacht. Hier hat sich eine italienische Therapeutengruppe hervorgetan, die später unter dem Namen Mailänder Schule bekannt wurden. Und diese Gruppe beobachtete, dass es in Familien, in denen ein Kind essgestört reagiert, eigentlich immer eine fehlende Paarbeziehung zwischen den Eltern gibt. Die Eltern grenzen sich nicht als Paar von den Kindern ab. Und sie erkannten auch, dass es häufig sogenannte asymmetrische Geheimnisse zwischen einem Elternteil und einem Kind gibt gegen den anderen Partner. Wir werden gleich dazu kommen, was asymmetrische Geheimnisse sind. Und weiterhin beobachtete man, dass man diesen Familien helfen konnte, wenn man dem Paar half, sich mittels eines symmetrischen Geheimnisses, auch dazu kommen wir, was das ist, wieder von den Kindern abzugrenzen. Erstaunlicherweise besserten sich dann Bulimie und Anorexie. Das waren damals visionäre und revolutionäre Beobachtungen. Man hatte damals aber nicht die Möglichkeit, das über die schiere Beobachtung hinaus wirklich zu erklären. Man konnte nicht sagen, Stress wirkt sich so und so auf das Essverhalten aus. Man konnte nicht sagen, sichere Bindungen wirken sich so und so auf die Physiologie des Körpers aus. All das, was wir heute können. Heute können wir biologisch begründen, welche Geheimnisse krank und welche gesund machen. Und heute können wir mit Hilfe der Polyvagaltheorie begründen, warum machen manche Geheimnisse gesund und manche Geheimnisse krank und welche machen gesund und welche machen krank. Was ist also ein Geheimnis? Ein Geheimnis ist eine Information, die sich zwei oder mehr Menschen teilen und die Menschen außerhalb dieses Kreises nicht wissen sollen oder dürfen. Natürlich sind es nicht immer zwei einzelne Personen, ich werde hier aber von zwei einzelnen Menschen der Einfachheit halber sprechen. In Wahrheit gibt es natürlich auch Geheimnisse zwischen Gruppen oder zwischen mehr als einem oder zwei Menschen. Es gibt immer einen Geheimnisgeber, das ist der, der die Information, die später nicht geteilt werden darf, der über diese Information verfügt, und einen Geheimnisnehmer, der also zustimmt, im Austausch gegen das Versprechen, das Geheimnis nicht an Unbefugte weiterzugeben, die Information zu erhalten. Ein Geheimnis ist in gewisser Hinsicht eine Art Vertrag zwischen zwei Menschen. Es ist eine Übereinkunft, eine bestimmte Information nicht mit anderen außerhalb eines bestimmten Kreises zu teilen. Der Bruch eines Vertrages bedeutet in der Regel Betrug oder wird als Betrug empfunden. Betrug ist, wenn zwei Menschen eine Verhaltensweise ausgehandelt haben, eine gemeinsame Regel akzeptiert haben, wie zum Beispiel der Treueschwur zwischen Eheleuten. Und Betrug ist, wenn dann einer die Regel gegen den Willen des anderen oder auch gegen die Kenntnisse des anderen bricht. Damit, wenn zwei Menschen ein Geheimnis teilen, gehen die beiden Geheimnisträger einen Vertrag ein. Dieser Vertrag besagt, wir sind beide loyal und halten uns beide an die Regel, das Geheimnis nach außen nicht zu kommunizieren. Und der Geheimnisgeber ist natürlich auf die Loyalität des Geheimnisnehmers genau in dem Umfang angewiesen, in dem das Geheimnis für ihn schädlich oder sogar zerstörerisch sein kann. Es gibt ja Informationen, die, wenn sie ans Licht kommen, sehr, sehr weitreichende Konsequenzen für bestimmte Menschen haben. Geheimnisse entwickeln innerhalb von Beziehungen bestimmte Eigenschaften. Sie verändern die Beziehung auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich alle Geheimnisse, ob das nun ein schönes, ein hässliches, ein böses, ein gutes Geheimnis ist, völlig unabhängig vom jeweiligen Inhalt, alle Geheimnisse isolieren die Geheimnisträger von der Umwelt. Daher sind Geheimnisse immer sehr stark bindend, und zwar wird der Geheimnisnehmer sehr stark an den Geheimnisgeber gebunden und der Geber natürlich auch an den Nehmer. Es entsteht also zwischen Geheimnisgeber und Nehmer
eine sehr enge Bindung. Für alle Geheimnisse gilt natürlich, da es sich um Informationen handelt, kann nicht der Undo-Knopf gedrückt werden. Man kann ein Geheimnis nicht zurücknehmen. Man kann die Beziehung zwischen Geheimnisgeber und Geheimnisnehmer nicht auf den ursprünglichen Stand vor dem Teilen des Geheimnisses zurücksetzen. Die Bindung ist in gewisser Hinsicht unauflöslich. Daher gilt, solange das Geheimnis dann nicht doch mit der Umwelt geteilt werden kann, aus welchem Grund auch immer oder wird, ist die Bindung, die durch ein geteiltes Geheimnis entsteht, praktisch unauflöslich. Überdies besteht natürlich immer die Gefahr des Verrats von einer oder beiden Seiten. Der scheinbar einfachste Fall ist, wenn nur eine einzige Person anwesend ist, diese Person hat ein Geheimnis, beispielsweise erlebt Missbrauch oder hat etwas gesehen, gehört oder gefühlt und teilt dieses Geheimnis mit niemandem. Das ist nur scheinbar der einfachste Fall und ich werde diesem Typus von Geheimnis ein eigenes Video widmen und es in diesem Video nicht besprechen. Geheimnisse finden innerhalb von zwei Typen von Beziehungen statt. Die eine ist eine sogenannte symmetrische Beziehung. Das bedeutet, Geheimnisgeber und Geheimnisnehmer haben eine ungefähr gleichrangige Beziehung. Gleichrangig heißt, es gibt keine strukturelle Hierarchie, wie die zum Beispiel zwischen Chef und Angestelltem, sondern es sind zwei sozial gleichrangige, finanziell gleichrangige, kognitiv gleichrangige oder eben bei körperlichen Kräften körperlich gleichrangige Menschen beteiligt. Beispielsweise zwei Ringer, die beide körperlich die gleichen Kräfte haben, haben eine symmetrische Beziehung. Zwei gleichrangige Mathematiker, zwei Kollegen, die beide die gleichen kognitiven Fähigkeiten haben, haben eine symmetrische Beziehung. Zwei Kinder, die gleich alt sind und die sich einander allenfalls zanken können, aber eben noch nicht wirklich schaden, haben eine gleichrangige Beziehung. Der zweite Typus von Beziehungen sind asymmetrische Beziehungen. Das bedeutet, einer ist Rang höher und der andere ist Rang niedriger. Einer hat mehr Kräfte, mehr Einkommen, mehr Status, mehr Vermögen oder aber es ist eine strukturell festgeschriebene Hierarchie, wie beispielsweise in Firmen. Asymmetrische Beziehungen sind immer die zwischen Eltern und Kindern. In einer Familie sollten die Beziehungen zwischen den Eltern symmetrisch und die zwischen Eltern und Kindern asymmetrisch sein. Auch dann, wenn die Eltern sich bemühen, ein möglichst demokratisches Verhältnis zu ihren Kindern herzustellen und das für einen hohen Wert halten, auch dann ist die Beziehung immer und ohne Ausnahme asymmetrisch. Ein Kind ist schwächer und ungefähr bis zum 16., 17. Lebensjahr ist es von der Natur so gemeint, dass das Kind den Schutz des Elternteils bekommt und dann so weit erwachsen wird, dass es in der nächsten Generation die eigenen Kinder beschützen kann. Aber zuerst müssen die Eltern das Kind regulieren und daher sind die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern immer und ohne Ausnahme asymmetrisch. Auch in den sehr seltenen Fällen, dass ein Kind eine Hochbegabung hat und beispielsweise sehr früh einem Elternteil oder beiden Elternteilen intellektuell in einem Fachgebiet überlegen ist. Das gibt es, das leugnet aber die grundsätzliche Asymmetrie der Beziehung nicht. Damit ein Geheimnis tragbar oder gesund oder akzeptabel ist, müssen die beiden Geheimnisgeber und Geheimnisnehmer eine symmetrische Beziehung miteinander haben. In allen Fällen, wo das nicht gegeben ist, also wo eine asymmetrische Beziehung zwischen Geheimnisgeber und Geheimnisnehmer besteht, ist ohne eine einzige Ausnahme, und ich meine hier ohne eine einzige Ausnahme, der Geheimnisgeber für einen möglichen Bruch des Geheimnisses verantwortlich, auch dann, wenn der Geheimnisnehmer den Bruch begeht. Und das gilt ganz besonders für Beziehungen in Familien, wenn ein Elternteil ein Kind ins Geheimnis, entweder gegen einen anderen Elternteil oder gegen eine Schwester oder einen Bruder nimmt. Verantwortlich ohne eine einzige Ausnahme
ist der Elternteil, der ins Geheimnis nimmt, nicht das Kind, das ins Geheimnis genommen worden ist. Das ist deshalb so wichtig, weil der Elternteil in der Familie die sogenannte Deutungshoheit der Realität hat und in der Lage ist, das Gewissen des Kindes noch zu formen. Das sollte auch im Sinne des Kindes sein und nicht im Sinne der wirtschaftlichen oder sozialen Bedürfnisse des Elternteils. Das heißt, das Kind darf nicht mit Schuld- oder Schamgefühlen für etwas überladen werden, was dem Elternteil nützt, aber nicht dem Kind. Die Therapeuten der Mailänder Schule begannen, als sie die Beobachtung machten, dass Geheimnisse auch zur Gesundung beitragen können, Geheimnisse innerhalb von symmetrischen Beziehungen in den Familien zu verschreiben. Das heißt, sie animierten die Eltern, harmlose kleine Geheimnisse gegenüber den Kindern zu haben und somit die Grenzen als Paar gegenüber der nächsten Generation wieder zu festigen. Die Eltern wurden also ermuntert, gemeinsam wieder ins Kino zu gehen, gemeinsam ins Theater zu gehen, gemeinsam Ausflüge zu machen und den Kindern nicht zu sagen, wohin, und so wieder gemeinsame Paarzeiten zu verbringen. Und es zeigte sich, diese Art von Geheimnis war für die Kinder gesund. Die Eltern konstituierten sich wieder als Paar der vorigen Generation und überließen den Kindern den Weg ins Leben als nächste Generation. Und es zeigte sich, für alle Teile war das eine sehr gesundende Erfahrung. Häufig, nicht immer, das muss man zugeben, aber sehr häufig besserten sich daraufhin auch Essstörungen wie beispielsweise schwere Formen von Anorexie. Die Therapeuten der Mailänder Schule nutzten also die isolierende, abgrenzende Funktion von Geheimnissen, um die Eltern wieder als symmetrische Beziehungen abgegrenzt von der nächsten Generation zu konstituieren. Geheimnisse innerhalb von symmetrischen Beziehungen können gesund sein, sie können aber auch krankmachend sein. Das kommt darauf an, wie sich die isolierende Funktion des Geheimnisses auswirkt. Wenn beispielsweise unter Freunden zwei sich isolieren, indem sie ein Geheimnis haben und damit eine Gruppe quasi verlassen oder eine Gruppe quasi sprengen, dann ist das keinesfalls ein gesundes Geheimnis. Zu beachten ist also immer, immer und ohne Ausnahme die Tatsache, dass Geheimnisse zwei wesentliche Eigenschaften haben, die ich nochmal wiederholen möchte. Erstens, sie isolieren. Zweitens, sie binden Geheimnisgeber und Geheimnisnehmer untereinander, ob Geheimnisgeber oder Geheimnisnehmer das nun möchten oder nicht. Deshalb machen auch Geheimnisse innerhalb von asymmetrischen Beziehungen krank. Wenn in einer Familie der Vater ein Geheimnis mit seinem Sohn teilt, isoliert er diesen Sohn vom Rest der Familie und bindet ihn zu stark an sich. Wenn er beispielsweise dem Sohn erzählt, er hat eine Geliebte, dann hat der Sohn nur noch die Möglichkeit, Verrat zu begehen. Das heißt, entweder er verrät den Vater an die Mutter und sagt der Mutter, aha, Vater hat eine Geliebte, was zu weitreichenden wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen für den Vater führen kann. Oder aber er verrät die Mutter, sieht möglicherweise deren Leid, denn in der Regel ahnt ein Beziehungspartner, der betrogen wird, dass er betrogen wird. Auch wenn sich der andere Partner meist einredet, dass der ja gar nichts weiß, in der Regel weiß ein Beziehungspartner, dass er betrogen wird. Also nehmen wir an, unser Sohn sieht, wie die Mutter leidet, sagt aber nichts, um mit dem Vater loyal zu bleiben, dann verrät er die Mutter. Das führt zu schweren inneren Konflikten, denn Kinder möchten mit beiden Elternteilen loyal sein und sie leiden unter schweren Schuld- und Schamgefühlen. Sie leiden unter den Vorwürfen des eigenen Über-Ichs, wenn sie die Loyalität zu einem Elternteil brechen müssen. Das kann zu Formen der Selbstbestrafung führen, die sich Therapeuten und Begleiter dann kaum noch erklären können. Und nun möchte ich zur eigenen Erfahrung mit Familiengeheimnissen kommen. Ich habe dir das ja schon im letzten Video angedeutet. Es gab in meiner Herkunftsfamilie ein Familiengeheimnis, ein asymmetrisches Familiengeheimnis, nämlich zwischen meiner Mutter und mir. Das begann ungefähr, als ich 12 war und es drehte sich darum, man staunt, meine Mutter hatte einen Geliebten. Das führte
bei mir nicht zu Bulimie und Binge-Eating, sondern ich wurde krank, ich entwickelte Gelenkrheuma. Aber das Problem ist das gleiche wie bei Bulimie und Binge-Eating, nämlich es kam natürlich zu einem enormen Stress zwischen meinem Vater und mir, der zwar so tat, als wüsste er von nichts, aber andererseits genau wusste, was los war, und die Beziehung zwischen meiner Mutter und mir berechtigterweise als Verrat empfand. Nur war mir das damals natürlich nicht klar. Und sehr bald, nachdem ich von dem Geheimnis wusste, stand ich genau in der Mitte zwischen zwei Elternteile und hatte genau die Wahl, einen von beiden muss ich verraten. Es gibt keine Möglichkeit mehr, nicht zu verraten, was ein enormer und für mich nicht regulierbarer Stress war. Beide Eltern waren natürlich völlig mit sich und ihren eigenen Themen beschäftigt und nicht in der Lage, was eigentlich ihre Pflicht gewesen wäre, zur Emotionsregulierung. Der Liebhaber meiner Mutter war ihr Professor, er ist Professor für Geschichte an einer Fachhochschule und sie war eben seine Studentin. Das bedeutet, es war eine asymmetrische Beziehung. Ich weiß nicht, ob er ihr eine neue Ehe suggeriert hat oder ob sie sich das eingeredet hat, dass das möglich ist. Jedenfalls stand das im Raum. Es stand im Raum, dass sie meinen Vater verlässt und in dieses Geheimnis hat sie mich mit einbezogen. Mein Vater war also in der Situation, dass er möglicherweise aus seiner Sicht alles verliert. Mein Vater war wirtschaftlich nicht von meiner Mutter abhängig, aber er war emotional von dem Konzept heile Familie abhängig. Ich sage ganz bewusst, er war nicht abhängig von meiner Mutter, aber er war von dem Konzept heile Familie abhängig. Es wäre im Rahmen seiner psychischen Möglichkeiten kaum machbar gewesen, sich scheiden zu lassen. Er reagierte also mit Einsamkeit und er reagierte mit Hass auf mich, weil er mich als Verräter empfand und weil er mich zunehmend als Bedrohung empfand. Er reagierte meistens freundlich, er war meistens freundlich und liebevoll, aber immer dann, wenn meine Mutter weg war und sich eben mit ihrem Professor vergnügte, mit seinem Rivalen. Und dann hat er mit Flashbacks reagiert. Er hat mich keinesfalls sexuell misshandelt, aber er hat mich verbal in diesen Situationen schwer misshandelt. Und hier möchte ich einen kleinen Einschub machen. Wenn du Studentin bist oder Student, in der Regel ist es immer noch häufiger, dass das Studentinnen passiert, aber es geht auch mit Studentin und einer Professorin. Ich möchte das hier nicht ausschließen. Lass dich bitte niemals und unter keinen Umständen darauf ein, mit deinem Professor während der Zeit des Staatsexamens oder einer Prüfung, einer wichtigen Prüfung zu schlafen, bei der dieser Professor gleichzeitig als Prüfer fungiert. Selbst wenn du brillant bist und selbst wenn du eine Eins auch hättest ohne den Einfluss dieses Profs. Es bleibt dir dein ganzes Leben. Dein Examen ist ungültig und es hat dein ganzes Leben ein Geschmäckle. Auch wenn es nie rauskommt, du trägst ein ganzes Leben ein belastendes Geheimnis mit dir herum. Und es ist umso schlimmer, je langwieriger und aufwendiger das Studium ist, weil es dann eben nicht leicht möglich ist, das Studium nochmal oder ein anderes Studium nachzuholen, wenn du auffliegst und disqualifiziert wirst. Mach es einfach nicht. Sag nein und wenn dich dein Prof drängt oder deine Professorin drängt, geh zum Frauenbeauftragten deiner Universität. Auch wenn du ein Mann bist und gedrängt wirst, geh zum Frauenbeauftragten, die sind auch dafür zuständig. Das Resultat war, meine Mutter entschied sich loyal mit dem Prof zu sein, ein ganzes Leben zu schweigen. Mein Vater, 5 Jahre später, verleugnete vollständig, dass er jemals wusste, was gewesen ist. Er drohte mir damit, mich für verrückt zu erklären, sollte ich jemals darüber reden. Meine Mutter schrieb mir einen hasserfüllten, aber wirklich hasserfüllten Brief, bald nachdem ich in eine Therapie gegangen war und darüber gesprochen hatte. Ich wäre eine abartige Verräterin. Ich wurde für 30 Jahre von zu Hause ausgeschlossen. Es sei denn, ich hätte meinem Vater schriftlich gegeben, und das habe ich eben nie getan, dass ich mir das alles so ausgedacht habe, um meiner Mutter aus Wut zu schaden. Also er verlangte von mir zu sagen, es ist nie gewesen. Nun wusste ich, dass es gewesen ist, meine Mutter wusste das auch ziemlich genau und ich hätte es erneut durch den Brief meiner Mutter beweisen können, aber es war eben so, beide Eltern hatten sich darauf geeinigt, sie schmeißen ein Kind raus, sie verdrängen, was gewesen ist, sie fangen neu an, aber eben nicht auf der Basis einer echten, authentischen Klärung,
sondern auf der Basis einer Lebenslüge. Das hat sich furchtbar ausgewirkt. Da möchte ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber ich möchte hier kurz sagen, sehr bald, nachdem ich mit einer kompetenten Therapeutin über das Familiengeheimnis mit meiner Mutter gesprochen hatte, heilte mein von Experten für unheilbar erklärtes Gelenkrheuma sofort und für immer aus. Geheimnisse, asymmetrische Geheimnisse machen krank und es lohnt immer, im eigenen Gewissen zu forschen und als Therapeut in dem Familiensystem zu forschen. Gibt es ein asymmetrisches Geheimnis? Und wenn es eins gibt, dann muss dieses Geheimnis aufgelöst werden, bevor eine Essstörung ausheilen kann.